Ich habe mir einen neuen Kompressor zugelegt von Rowi DKP 2250-3. Also der hat elektrisch gesehen 2,2 kW, das ist ungefähr 3 PS Leistung. Zweizylinder Kompressor mit 50 Liter Tank. Ich habe mal recherchiert, der müsste ungefähr baugleich sein mit dem Goethe, und zwar mit dem 400-10-50N. Der hat ungefähr die gleiche Daten. Ansaugleistung 395 Liter pro Minute und effektive Liefermenge so 250, 260 Liter pro Minute. Also ich habe den hauptsächlich gekauft, weil ich habe vorher so einen kleinen Einzylinderkompressor gehabt mit 20 Liter Tank, und mit dem konnte ich ja gar nichts machen. Der hat nur gepumpt und gepumpt, ohne dass er großartig Leistung bringt. Also Druckluftwerkzeuge haben mit dem überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb haben wir jetzt den angeschafft, weil ich auch einen Kompressor brauche, nicht nur zum Reifen aufpumpen oder sowas oder Bälle aufpumpen, sondern auch mal Druckluftwerkzeuge probieren möchte. Was bei dem jetzt, glaube ich, eigentlich möglich ist. Ich habe ihn schon ausprobiert und läuft auch sehr gut. Bei dem Kompressor war jetzt, ja, was du da gerade siehst, das ist die Entlüftungsschraube von der Kondens. Von dem Kondenswasser, das sich sammelt. In der Beschreibung war eigentlich gestanden, das wäre nur eine Schraube, aber hier ist ja ein Ventil, das man öffnen kann. Also ist sehr gut, hat mich überrascht. Ansonsten verpackt ist das Ding eigentlich ordentlich, und man muss lediglich die Räder, die Gummis, die Standgummis anschrauben und die zwei Luftfilter muss man ranmachen. Fertig. Dann kann man eigentlich auch schon laufen lassen. Also Öl, der wird ausgeliefert mit Öl. Sieht man dann auch in dem Schauglas. Also, ich habe ihn dann gleich mal angeschmissen. Also, befüllt ist der Tank innerhalb von 1,5 Minuten. Da hat man 10 Bar. Und laut Manometer, das anzeigt, sind es auch 10 Bar Druck, was der bringt. Was ihr rechts seht, das ist das kleine Manometer, das ist für die Abgabeleistung, und da kann man auch mit dem roten Regler kann man den Druck runterregeln. Für bestimmte Druckluftwerkzeuge braucht man das. Also man kann nicht immer Druckluftwerkzeuge mit 10 Bar betreiben, man muss manchmal den Druck runterregeln. Ja. Also was ich eigentlich jetzt schon probiert habe, ich habe das Auto vorne Motorwäsche gemacht mit so einer Druckluft-Sprühpistole. Da habe ich ein bisschen Reiniger rein und habe das sauber gemacht, und das hat sehr gut funktioniert. Also vorne der Motorraum sieht wieder picobello aus. Und dann habe ich habe noch so einen alten Schaukelstuhl, den habe ich komplett abgeschliffen, zerlegt und dann wieder frisch aufgebaut. Das erste Mal habe ich ihn dann mit Holzschutzlasur komplett gestrichen mit dem Pinsel. Und da das so filigran ist und so, habe ich, glaube ich, 2, 3 Stunden mit dem Pinsel gestrichen. Jetzt habe ich überlegt, hier mit dem neuen Kompressor, da kann ich doch das auch mit der Sprühpistole machen. Und dann habe ich das mit der Sprühpistole gemacht, und ich bin wirklich erstaunt von dem Ergebnis, was da rausgekommen ist. Also der Stuhl war picobello. Also mit dem Pinsel hat man ja immer das Problem, dass es so an bestimmte Stelle den Läufer gibt. Manchmal übersieht man die auch leicht. Man guckt zwar immer, wo, dass man keinen Läufer kriegt, aber an filigraner Stelle kann man das dann übersehen und sieht es dann erst später, dass man einen Läufer hatte. Das passiert eigentlich mit dem Sprüher gar nicht. Und wie gesagt, ich war sehr überrascht vom Ergebnis, also hervorragendes Ergebnis. Und die Sprühpistole, wo ich benutzt habe, das ist so eine 0815 Sprühpistole aus dem Baumarkt, also absolut no name. Hier sieht man schon das Endergebnis von dem Stuhl, und wie gesagt, also sehr gut. Ja, also bis jetzt muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden mit dem Kompressor. Was ich eigentlich dann noch vorhabe in Zukunft, ich werde mir noch einen Druckluft-Tacker holen. Da haben wir schon im Internet ein paar Videos angeschaut, das muss ganz gut sein. Und Schlagschrauber werde ich auch noch testen, ob er das schafft, aber ich gehe davon aus, dass er das schafft.
Also, wie gesagt, alles in allem, das Gerät, wie gesagt, bei Thom Baumarkt habe ich das geholt. 240 € der Güte, wo ich denke, dass der baugleich ist. Kostet auch so 250, 280 €. Ich denke, sowas sollte man sich auf jeden Fall, wenn man einen Kompressor holt, sollte man auf jeden Fall einen Zweizylinder und sowas. Mit so einem Einzylinder, so einem kleinen, mit 20 Liter ärgert man sich eigentlich nur rum. Den kann man eigentlich nur zum Bälle und Aufpumpe benutzen und Reifen aufpumpe. Das war's. Deshalb also 250 € sollte man schon ungefähr ausgeben für so einen Kompressor. Dann kann man auch mal so Werkzeuge benutzen. Und da gibt es wirklich tolle Sachen. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem.